Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cry of Fear, Schrei der Angst. Ja, die Schreie der Angst hören wir. Ich will zum Steph. Und leg die Platte. Klatsche ich hier einfach mal mitten rein. Hat er sich das auch geschrieben oder ist er das Buch eigentlich noch? Das ist keine Ahnung. War die Spritze. Beziehungsweise eigentlich die Spritzen, aber ich weiß nicht. Ist mir jetzt eigentlich auch schon fast egal. Es kann auch sein, dass es einfach hier ein Anzeigefehler ist, dass sie noch hier rumliegt, und das bezweifle ich. Was will ich was? Ich will da durch. Danke. Wahrscheinlich sagt uns diese Frau jetzt, oder Mann, weiß ich nicht, schau auf das offene Fenster und dann sehen wir da so eine gruselige Figur. Automatisch oder muss ich hier drauf? Ah, okay, da drauf. Oh Gott. Ha, ich hab's gewusst. Was? Ah, das ist ja freundlich. 1749. 1749. Danke. Ich wollte gerade sagen, kann ich auf den schießen? Jetzt ist er weg. What the fuck, wer war das? Wer war das, Alter? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Eine ernst gemeinte Frage, wer war das? Achso, ich bin falsch gelaufen. Wer war das? Ich will da nicht durch. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich will nicht gegen den Doktor kämpfen. Hallo? Da liegt Muni. Hallo? Spritze, dat und dat. Muss ich erstmal gerade gucken. Ja, von der Helligkeit geht's eigentlich. Nur mal als Test. Jetzt wieder eine Spritze. Ey, seid ihr witzig. Die einen waren zwar Morphinspritzen und die anderen diese komischen anderen, aber... Da hinten liegt auch noch mal was. P345. Das ist die unten lag. P345.45. Das war die unten lag und die wir dem Doktor gegeben haben. Kann ich? Ja. Weil ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen den Doktor. Ich bin fast schon überzeugt davon.
There you are. You're dead. You're so dead. Gib ihm doch einfach einen Headshot. Ah, ich hab's gewusst. Da bist du. Das hat ja gut geklappt. Wie jetzt? Der trifft uns einmal und wir sind tot und... Na wunderbar. So, hier lag es wieder. There you are. You're dead. You're so fucking dead. Du bist mein Dad. Warte mal, ich muss gerade mal die Waffe. Monster oder wie? Da kommen wir noch Monster. Ich glaube, den Kampf werde ich nie schaffen. Vor allem mit meinen guten Schießkünsten. Leben ab. Okay, einmal habe ich ihn jetzt getroffen. Ja. Ich weiß nicht, was ich muss. Regeneriert er sein Leben, der Doktor? Ich werde mal drauf aufpassen. So, Moment, erstmal das da aus. Da. Leute, das wird noch witzig. So. There you are. You're dead. You're so fucking dead. Oh, da bist du. Wie viel Muni hat er eigentlich? Wieso kann der uns so halb sehen? Das finde ich nicht fair. Ich glaube, der ist ein Cheater. Ich glaube gleich. Doch, das ist. Viech da hinten auf. Hallo. Oh, Anzeigefehler. Mal geil. Oh. Moment. Wir hatten definitiv mehr. Das werden wir nicht schaffen mit so wenig Spritzen. Where are you? Oh, da, hallo. So eine schlechte Übersicht in der Perspektive. Oh, der lädt nach. In der Perspektive schieße ich lieber nicht auf ihn. Ja, Entschuldigung, ich muss gerade gucken, ob wieder Monster kommen.
Ziemlich witzig, dass er sich nur da hinten verkämmt. Von aus kann ich ihn gut treffen. Bleib weiter da. Nein, nicht da. LOL! Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber gut. Diesen Kampf mache ich mal ausnahmsweise nicht zu Ende, weil ich will mich nicht spoilern. Also. Ich glaube, einen hatte ich mal offline probiert, oder? Nee, das war nur das Zuglevel. Weil ich mal offline probiert habe, bis ich es geschafft habe. Doch, und ein Endgegner. Aber diesmal werde ich es auf gar keinen Fall machen. Das kann ich nicht überspringen. Das kann ich nicht überspringen. Aber geht ja auch noch kurz. Na komm. Oh, das kommt jetzt. Fick dich. Danke. Na gut, ist jetzt eh egal. Was? Ach, ich habe die hier hinten noch nicht genommen. Da hinten ist die blödeste Stelle, die der haben kann. Ja, da bist du, hallo. Da ist der schon wieder, da treffe ich ihn nicht. LOL! Alter. Es kann noch ein paar Jahre dauern. Ist ja nicht schlimm, ne? Du bist mein... Da bist du. Du bist mein Vater. Du bist so fucking Vater. Weiß ich nicht. Taucht Nell... Ach, da hinten taucht als erstes auf. Okay. Aua. Danke, wenigstens einmal getroffen. Danke. Getroffen. Moment. Ja, ich sehe dich. Ich komme gleich zu dir geschissen. Alter! Danke. Auf den Schuss scheiße ich jetzt mal. Vielleicht wäre der Shotgun hier sogar geeigneter. Ah, hallo? Oh, ich habe doch gewusst, dass dich noch dahin. Ah, versteckst. Boah, diesen Punkt finde ich scheiße. Ja, komm, lad mal schneller nach.
Sehr schön. Ich glaube, da kann es noch einmal, noch zweimal treffen und wir sind tot. Maximal zweimal, wahrscheinlich ist man schon nach einem Mal tot. Ich glaube, ich weiß, wo der ist und er will warten, bis wir da hinkommen. Habe ich es gesagt? LOL! Tja. Das ist nur Blut. Der Stelle ist scheiße, Herr Doktor. Du Scheißviech! Was? Nein, ich habe keine Aggression. Ich glaube, ich muss verschwenderischer mit den Spritzen umgehen. Sonst wird das nichts. Wo waren das jetzt? Weichgerät? Ah, okay, gut. Bam bam, bam bam. Einen wunderschönen guten Tag. There you are. You're dead. You're so fucking dead. Auf der Seite kein, auf der Seite habe ich irgendwie keine Lust. Los, jetzt geh mal weg. Ich gehe da dann einfach nicht mehr hin. Der kann da noch so oft bleiben. Na komm, dein Wechselleben. What the fuck? Einfach nur, aber gut. Ich treffe den Doktor nicht, ich treffe das Viech nicht. Aber gut, ich werde auf die Seite einfach nicht mehr hingehen. Sag mal, ich wollte gerade sagen, läuft der jetzt wieder so komisch? There you are. Ja, komm, ist gut. You're dead. You're so fucking dead. Immer läuft er von da aus nach rechts und jetzt auf einmal nach links, ohne zu schießen. Oh. Aua. Danke. Solchen Situationen. Ich hab dich gesehen. In solchen Situationen immer die Ruhe bewahren. Ein. Einmal getroffen. Das ist diesmal wieder ein schlechter Anlauf, aber gut. Los, Waffe. Hopp. Danke.
bist du? Wo 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 bist du? Oh, hier bist du. Du weißt, ich werde dich bei der Ecke nicht anschießen. Hat's vergessen. Ich werde nicht hingehen. Kannst vergessen. Kannst du noch ein paar Stunden bleiben, ich werde da nicht hingehen. Du bist auf dem Eis? Ich werde da nicht hingehen, ich werde da nicht hingehen. Du kannst mit dem Arsch lecken. Ich werde da nicht hingehen. Siehst du, danke. Ja, ich muss auch mal nachladen, wartest du kurz? Danke. Ja, komm, leck mich. Wow. Ich bin dafür, dass ich schon öfter am Kopf getroffen habe, aber gut. Ich will da nicht hingehen, das weißt du. Das ist nett, dass du auch nachladen musst. Loot. Ich hab's gewusst. Doch, das wird mich wieder platt kriegen! Boah, diese scheiß Wichsviecher da, ne? Diese scheiß Wichsviecher, die regen. Ah, schon wieder Macke. Die regen mich so auf. Danke! Simon, the pills by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new modern treatment called cognitive therapy. Is it a Rollstuhl? What's that? Well, it's a set of exercises you do. A way to forget the past, all the bad memories and anxiety you have. Are you interested in books, Simon? I don't know. All right. I just wanted to find out because I want you to try out it. I'm off frame, so I want that to sign. A book about how you feel. Do you think you can do that? I guess so. I can try. Ja, das war doch mal was. Only safe at home. No! Einfach mal so bam, bam, bam. Ich glaube, der macht den Doktor nicht, weil der Doktor ihm beibringen musste, dass er halt ab jetzt im Rollstuhl lebt und so. Und gar nicht mehr als Objekt wahrgenommen vom Spiel. Scheiße! Wir sollen uns jetzt zwischen zwei Waffen entscheiden.
eigentlich. Ich glaube, bei der Glock finden wir mehr Muni. Das ist eine ganz einfache Mutung. Ich glaube, für der Firma finden wir mehr Muni. Die Magazine von der sind auch größer. Die da macht wahrscheinlich extrem viel mehr Schaden. Es tut mir im Herzen weh. Es tut mir einfach so weh. Es tut mir so weh. Es tut mir leid. Glock, was denn? Aber wenn diese komischen Viecher kommen, haben wir jederzeit die Möglichkeit, die Glock wiederzubekommen. Es tut mir so leid, Glock. Das war eine schöne Zeit mit dir. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Schlüssel? Backdoor Key. Ja, ich habe aber noch keine Lust, die Folge zu beenden. Das ist eben eine extra lange Folge. Ich will jetzt weitermachen. Ich habe gerade echt keine Lust, das zu beenden. Aber wenn es eigentlich ziemlich passt, das jetzt zu beenden. Von der Zeit und allgemein. Ja, auch von der Real-Life-Zeit würde das extrem gut passen. Aber nö. Vögel zwitschern. Licht geht. Licht geht nicht. Licht geht. Achso, das kommt von da oben. Achso, das ist noch der Bug. Ah, jetzt wird's wieder so düster. Wo war denn die Backdoor? Ist das noch jemand? Wird schon langsam Tag, merkt ihr das? Ich weiß nicht mehr, wo die Backdoor war. Aber es wird Tag, das ist doch schön. So. Hintertür. Die Hintertür muss ja theoretisch auf der anderen Seite von der Vordertür da sein, aber. Ist ja nicht unbedingt. Kann nur einfach als Seiteneingang gelten. Das hier ist die Tür. Das hier ist nicht die Backdoor, ne? Oh, so verschmiert. Ich hätte ihn nicht getötet, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, was in Simons Kopf vorgeht, weiß ja niemand. Muss im Erdgeschoss sein. Logisch. Aber Perfy ist nicht logisch. Ich suche das Erdgeschoss ab, die anderen Stockwerke abzusuchen, habe ich keine Lust. Das heißt, wenn ich im Erdgeschoss nichts finde, beende ich die Folge. Aber ich glaube, wir müssen einfach nur dem Vogel jetzt schon nachgehen. Wo ist denn die Backdoor? Ich hatte sie mal gesehen. Okay. Dann wird das heute wohl doch nichts mehr mit rausgehen. Suchen wir nächste Folge nach der Backdoor. Beziehungsweise vielleicht ist es mir da ja wieder eingefallen. Wo so eine Backdoor logischerweise sein sollte. Das waren die Türen, da macht es auch keinen Sinn, dass da eine Backdoor ist. Die war irgendwo abgeschnitten. Jetzt voll Lust, die Backdoor aus der Backdoor rauszugehen, aus dem Hintereingang. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Diese verschissene Backdoor. Na egal, passt wunderbar von der Zeit her und alles. Würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken. Hier unten. Moment, das kann auch sein. Ja. Nee, ich habe gedacht, in meinem Volleyballplatz, aber gut. Finde ich gut, dass er ansagt, I don't need to go. Hier war die. Jetzt können wir theoretisch die Glocke von oben mitnehmen. Aber
Nee, wir werden dann eh wieder spritzen und wahrscheinlich fast nicht alles. Nee. Wir gehen jetzt raus. Das Schlamme werde ich noch behalten, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nochmal in Gebäude reinkommen werden und so. Werde ich mal behalten. Oh nee, nicht schon wieder in den Wald. Willst du mich verarschen? Ich will nicht in den Wald. Ich will nicht in den Wald. Ich will nicht da rein. Ich will nicht da rein. Hätte ich gewusst, dass es so weitergeht mit Häuser reingehen und alles, hätte ich es im Hospital beendet. Revolver. Nee, Revolver. Revolver? Ich weiß nicht, wo ein Revolver ist. Einfach schön, aber ich weiß nicht, die hatten, glaube ich, früher zu viel Geld für Wände. Mit der Waffe sah es blöd aus, ein Screenshot. Deshalb mache ich jetzt einen Screenshot so. Ist das nicht schön? So schön friedlich. Ah, ich hoffe, es gibt keine Animationen drüber, sondern man muss selbst eigenständig drüber. Achso. Ja! Ah, wie schön. Oh, man sieht noch voll seine Schusswunde. Simons. Oh, schön, das habe ich mir gewünscht. Schön. Ich hätte mal eine Klappe wegen der Musik rein. Bei Deponia. Diese Musik erinnert mich an die Kanalisation. Kanalisation. Das erinnert mich an Franzosen. Aber ich... Ich weiß nicht, vielleicht ist da hinten ja auch schon unser Haus. Wäre doch schön. Wenn es nicht mehr... Wenn ich jetzt nichts mehr allzu blödes campen würde. Kommt so wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt noch ein Endgegner. Ich weiß nicht, wie der aussehen wird. Seine eigene Mutter, das würde keinen Sinn machen. Klar, Psychosenjunge und Psychosenwelt, aber trotzdem glaube ich, das macht keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, was stattdessen kommt. Kann ich echt nicht sagen. Ist bald mal angekommen. Oh, ist das schön. Schön, dass das überhaupt möglich ist, hier rüber zu paddeln. Hat eine coole Atmosphäre. Weißt du, so kleine Sachen. Wäre noch witzig, wenn wir Bowling spielen könnten oder so. Solche kleinen Features machen das Spiel echt aus. Da spiele ich schon fast eine Stunde.
Die Folge geht jetzt. Lass mich rechnen. 35 Minuten. Einfach schön. Press Use. Wahrscheinlich meinen die den Use-Button, also. Also ich kann Bus fahren, ne? Da kann ich wohl auch hier perfekt anlegen. So. Sehr schön. Das Haus sieht schon wunderbar aus, weißt du, Graffiti und ein bisschen nach Hänsel und Gretel, nach diesem einzigen Haus da. Weißt du, natürlich sind wieder alle Fenster zu und alles. Ah, die Taschenlampe benutze ich gar nicht gerne. So einem schönen Tag. Auf, lauf mal gerade. Splitter oder so. Vom Fenster, warum auch immer. Revolver, keine Ahnung, wo der lag. Oh, sehr schön, Munition. Nightstick, aber ich habe keinen Platz für einen Nightstick. Die Taschenlampe. Hier geht's runter. Die Taschenlampe werde ich definitiv noch brauchen. Ich würde sagen, ich bedanke. Wie heißt das? Lake House. Ja, klingt eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Wenn man davon absieht, dass hier runter geht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, ruhigen und sonnigen Tag. Sind nicht gegen Doktoren und Psychosenjungen kämpfen müsst und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.